Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, vierter und vielleicht letzter Teil, ich weiß es noch nicht, in Zeiten wie diesen tun natürlich positive Nachrichten sehr, sehr gut. Also sozusagen das CO2-geplagte Herz freut sich und man sieht also hier sozusagen Kilometer weiter Stau zurück und das ist natürlich ein starkes Signal in Richtung CO2-Einsparung. Also da fehlen einem die Worte. Wie gesagt, das sind logische Denkprozesse, die sich mir nicht mehr erschließen. Ich weiß nicht, bin ich vielleicht zu bescheuert? Ich glaube ja, ich bin ganz eindeutig für das schon zu alt. Also ich habe mir immer gedacht, Stau verursacht CO2, aber wie gesagt, das ist dieses alte, reaktionäre, konservative, falsche Denken. Der Stau produziert Frischluft. Und in dem Sinne haben wir hier den Mars, ja, den Mars im Trigon zur Sonne. Könnte man jetzt grundsätzlich interpretieren, Freunde, ja, besuchen dich zu Hause. Das elfte Haus strahlt ins vierte Haus, ins Zuhause hinunter. Könnte man auch sagen, dass sich hier sozusagen Gruppen zu Hause bilden. Und interessant ist, dass wir eine ähnliche Aussage trotzdem drinnen haben, denn wir haben den Merkur als eingeschlossenen Herrscher des elften Hauses und als Herrscher des dritten Hauses und die Venus als Herrscherin des vierten Hauses im vierten Haus. Also die Leute sind offensichtlich zu Hause. Merkur bedeutet eingeschlossener Herrscher von 11 und 3 Kommunikation mit Freunden in Gruppen. Das könnte bedeuten eingeschlossen, also das heißt, dass im Verborgenen nach wie vor diese Gruppenbildungen sehr, sehr gut laufen. Also das heißt, das ist einmal ein möglicher Interpretationsansatz, der halt eben durch Merkur unterstützt wird in der Aussage, dass eben aus dem 11. Haus ein Ereignis in Richtung 4. Haus hinunterstrahlt. Aber wer ist jetzt im Konkreten dieser Mars? Herrscher des 10. Hauses, Spitze 10 im Widder, ist der Mars und steht daher für unsere Stadtsipaten-Freunde. Wie kann das sein? Warum sind die da sozusagen heimlich hier offensichtlich hilfreich tätig? Was könnte da die Bewandtnis dahinter sein? Weil offensichtlich haben wir hier eine klare Schwergewichtsbildung, Herrscher von 10 in 11. Aber gleichzeitig ist auch der Mars der Herrscher des 5. Hauses. Möglicherweise versucht man hier sozusagen innerhalb des EU-Raumes, innerhalb des Euro-Raumes, die Wachstumszahlen wieder hinauf zu bekommen. Ja, durchaus ein lobenswerter und lohnenswerter Ansatz, aber wir sehen auch, dass es zu Problemen kommt. Warum? Weil die Venus ist ja nicht nur die Herrscherin des 4. Hauses, sondern auch die Herrscherin des 11. Hauses. Das heißt, die befreundeten Staaten, die EU-Mitgliedstaaten, die alle möglichen Vereinigungen, was es auch immer sein kann, kann auch sein, ich weiß nicht, da gibt es irgendwelche, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber es gibt hier viele zahlreiche Vereine und hier haben wir die Verbrennung durch die Nähe zur Sonne. Das heißt, welches Problem haben diese befreundeten Staaten? Sie haben einerseits mit der Größe Deutschlands zum Beispiel ein Problem, aber sie haben auch zweites Haus mit den Finanzen ein Problem. Und deswegen würde sich mir sozusagen dieses Trigon auch erklären, wo versucht eben die Stadt Zipaten hier hilfreich, helfend einzuschreiten. Aber ich würde sagen, das ist jetzt nach der beeindruckend, ist ja fantastisch. Also hier sehen wir die Erfolgszahlen Insolvenzen seit Freitag 21, in den vergangenen 7 Tagen 106 und seit 1. Oktober 323 Insolvenzen. Das ist eine Bilanz, auf die kann man absolut stolz sein. Und daher würde ich sagen, sollte man auch das Licht nicht unterm Scheffel stellen, sondern hier wird gearbeitet auf Hochtouren. Wir können uns darauf verlassen, dass sie ihr Werk vollenden werden. Also wenn sie schon mal da sind, na klar, wenn sie schon mal da sind, dann werden sie vielleicht auch noch ein bisschen länger bleiben. Und hier sehen wir eben über Mond Pluto diese große Leidensthematik. Tut mir leid, aber hier steht es drinnen. Und wir haben hier ein Doppelquadrat, ein T-Rex, ein Taekwondo, ein T-Quadrat zwischen Sonne, Mond und Pluto. Und das, wie wir gesagt haben, was steht da? Seelische Zerrissenheit, Entwicklungskrisen, Trennung. Also das heißt, wir haben hier dann auch den Trennungsschmerz drinnen, weil, böse Zungen haben behauptet, dieses Konstrukt, die Brüsseler Spitzen werden geschnitten. Ich weiß es nicht, ich habe noch nicht in das Horoskop diesbezüglich reingeschaut. Können wir mal hineinschauen, wann die Uhrzeit abgelaufen ist. Sollte eigentlich kein Problem sein. Auf jeden Fall sehen wir hier große Intensität hier in den eigenen Reihen, in den eigenen
Revieren in den eigenen örtlichen Räumlichkeiten. Ich habe hier drei Auslösungen, Mondauslösung, Pluto und Sonnenauslösung. Das hier ist in etwa der 20. Oktober. Hier Pluto haben wir in etwa 13., 14. November und hier haben wir Sonne punktuell circa den 24. November. Ein Monat vor Weihnachten könnte schon eine Art Vorbescherung werden. Auf jeden Fall haben wir hier, wie gesagt, punktuelle Auslösungen, außer Merkur. Den würde ich sagen, der wird uns dann, naja, ab wann wird er uns begleiten? 1, 2, 3, 4, 5, 12, naja, ungefähr in 14 Tagen könnte ich sagen. Also ungefähr Ende Oktober, Anfang November würde ich Merkur schon stark wirkend sehen. Also das heißt, dass hier eben sich Gruppen bilden könnten. Ja. Kann auch natürlich bedeuten, dass sich andere Staaten, 11. Haus, wirtschaftlich in Deutschland ansiedeln. Kann es auch bedeuten. Andere Staaten, verbündete Staaten, Handel, Wirtschaft und Industrie, sozusagen hier Standort Deutschland auswählen. Wäre auch eine Interpretationsmöglichkeit. Wir sehen hier weitere spannende Aspekte in diesem Horoskop, zum Beispiel Saturn-Uranus-Quadrat, alter Begleiter. Schauen wir mal die Gerade, wie das aussieht. Saturn 1836, Uranus 1748, eindeutig ist weniger als ein Grad Abstand. Saturn ist der Herrscher des 6. Hauses, das heißt, wir sehen hier ebenfalls ein Thema, was wir schon immer wieder und öfters hatten, Probleme mit internationalen Beziehungen, Handelspartner, da gibt es Verengungen, Saturn steht immer für Verknappungen. Ja, Saturn ist noch rückläufig, also das heißt aber, die Rückläufigkeit endet in 6 Tagen von heute gesehen, am 23., soweit ich mich erinnern kann. Das bedeutet, dass hier auch noch nachgeschärft wird, dass hier sozusagen verhandelt wird, dass es hier zu internen Überlegungen kommen wird, wie wird das Ganze weiterlaufen. Gleichzeitig sehen wir hier über das Quadrat zu Uranus, Herrscher des 7. und 8. Hauses im 10. Haus, dass es hier eben doch zu deutlichen Veränderungen kommen wird, denn Saturn-Uranus ist nach wie vor das Revolutionsquadrat, dass sich hier eben einiges ändern dürfte. Insbesondere das 8. Haus macht halt hier starken Eindruck. Und im 10. Haus wird uns auch gezeigt, dass dieses Thema sehr, sehr wichtig ist und natürlich auch bei der sogenannten herrschenden Klasse angekommen ist. Also das heißt, die werden natürlich hier auch ihre Schwierigkeiten haben. Hier ein etwas skurriles Thema, und zwar der gewaltige wirtschaftliche Boom hat natürlich einen Boom-Boom-Effekt. Nicht Boom-Boom-Bäcker, sondern Insolvenzwellen. Energiekrise macht auch vor Windenergiebranche nicht halt. Also jetzt schlägt es aber 13, ja. Das darf ja nicht wahr sein, das kann ja nicht ernst sein. Wir haben geglaubt, jetzt Takatuka-Land wird von der grünen Industrie komplett übernommen. Ja. Also sozusagen das Paradies auf Erden ist schon in den Startlöchern und dann erfahren wir, dass es bei den Alternativ-Energiebranchen nicht besser ausschaut. Also das soll bitte noch jemand verstehen. Für mich bricht jetzt eine kleine Welt zusammen, also sehr, 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 sehr bemerkenswerte Botschaften. Wir sehen hier jenen Neptun, der dieses Trigon versalzt. Ja? Mars-Neptun-Quadrat ist ein Aspekt des Scheiterns. Wir haben Mars als Herrscher des 10. Hauses und 5. Hauses, sozusagen hier möchte die Junta hilfreich sein, ja? Im ganzen Land, sie möchte dem Wachstum helfen, aber hier, ja, hier haben wir gleichzeitig die Bremse aus der Ferne. Das Ferne zieht sozusagen die Reißleine und gestattet es nicht, dass wir sozusagen eben frei, ich suchte nämlich gerade eine Schlagzeile, dass wir eben frei entscheiden, wie wir wollen. Und da wurde dann auch, oder war das hier dieser Link? Da wurde dann auch gegen Nord Stream 2 jetzt unlängst entschieden. Ich glaube, das ist hier, ja. Das haben wir hier, die Schlagzeile. Interessant, oder? Also hier werden ausschließlich die Interessen, ja, der Staatsbürger vertreten. Nord Stream 2 wird aufgelassen, Systempatent. Also großartige Entwicklung, die wir hier sehen. Und ich würde sagen, das ist dieses Quadrat hier. Neptun aus dem
neunten Haus aus dem fernen Ausland kommend, verhindert die Hilfe im eigenen Land. Also sehr einfach eigentlich herauszulesen. Aber wir können beruhigt sein, das Wachstum, der eingeschlossene Herrscher des fünften Hauses, Jupiter, ist rückläufig im neunten Haus. Also bei denen funktioniert es auch nicht mehr so richtig. Das Einzige, was noch gut funktioniert, ist die Tagesfrage, und die habe ich heute sehr spät gestellt und bin angenehm überrascht, dass wir in der Kürze 1270 Stimmen zusammenbekommen haben. Bedanke mich ganz herzlichst bei dir. Hätte ich mir nicht gedacht, ich hätte mir gedacht so 300, 400, aber so viele, wow, alle Achtung. Die Tagesfrage hat gelautet, die Ereignisse kulminieren und die geplanten Verschlechterungen beginnen jetzt zu greifen. Also man spürt es und sieht es ja überall. Gleichzeitig sickern immer mehr gute Informationen durch. Wie fühlst du dich derzeit? Also so irgendwie in etwa. Und bevor ich hier in das Ganze einsteige, möchte ich noch daran erinnern, bitte immer, wenn du einkaufen gehst, nimm ein, zwei Stückchen mit. Das können Konservendosen sein, das kann Müsli sein, Haferflocken sein, irgendetwas, was so zwei, drei Jahre Haltbarkeit hat. Und auch Schokolade geht natürlich auch, ja, geht auch, ja. Okay, Weinflaschen, von mir ist auch wurscht, ja. Aber irgendetwas, was man selber genießen möchte oder auch, wo man weiß, dass man jemanden anderen damit eine Freude machen könnte. Also immer so ein, zwei Stückchen mitnehmen. Kann nämlich sein, dass es in den nächsten Wochen dann nicht mehr im Regal ist. Ich meine, bitte bedenken, Mars wurde aus den Regalen entfernt. Wer hätte sich das jemals vorstellen können? Ich meine, starke Zeit. 23%, hervorragend. Gut, das ist für mich die Siegerfraktion, hervorragend. Ich konzentriere mich auf mich selbst. Sehr weise, sehr gescheit, sehr schamanisch und hochspirituell. Wenn du dich nur auf deine eigene Energie konzentrierst, dann bist du immer auf der Siegerseite. Gut. Viele von uns haben Partnerschaften, viele von uns haben Kinder, viele von uns haben alle möglichen Verpflichtungen und da ist es dann nicht mehr so leicht, sich nur noch auf sich selbst zu konzentrieren. Deswegen, ich bewundere alle diejenigen, die das können. Alle Achtung. 36%, schwankend, einmal gut, dann wieder weniger gut. Ja, das kommt mir irgendwie von jemandem bekannt vor. Ich muss mal nachdenken, wer das sein könnte. Fällt mir im Moment nicht ein. Aber trotzdem, Siegerfraktion, 36%. Na klar, bei dem Staccato, was derzeit abgeht, ja, kann man sehr schwer in seine Mitte finden. Ja, es ist, und wir haben eben obendrein noch diese Portaltage. Was haben wir heute? Den, glaube ich, den 7. ist morgen der 8. Portaltag in einer Serie von 10. Und das ist richtig heftig. Ich meine, wer in dieser Zeit sagt, na, ich spüre gar nichts, ja, muss ich sagen, ja, entweder erleuchtet oder ziemlich unsensibel. Aber wenn man ein bisschen sensibel ist, hol oder rot, da spürt man schon so manches. Gewaltig. 4%, mittelmäßig. Ich finde nicht mehr so richtig Halt. Kann ich sehr gut nachvollziehen, dass man sozusagen unter diesen Energien so abrutscht. Das ist leider auch nicht ganz ungeplant so gewesen. 7%, eher schlecht. Ich fürchte mich vor dem Kommenden. Kann ich auch nachvollziehen. Angst wird immer dahingehend interpretiert, das ist das Gefühl von Unwissenheit. Also das heißt, Angst bezieht sich auf die Zukunft und logischerweise. Und dort haben wir eben die fehlende Planbarkeit. Wir wissen nicht, was kommt. Wir wissen es nicht. Das Einzige, was wir haben, ist dieser Moment. 30%. Gelassen. Soll kommen, was will, denn nur dieser Moment ist real. Auch zutiefst spirituell, auch zutiefst schamanisch. Es gibt nur diese Zeit. Und wenn ich es schaffe, in dieser Zeit zu erwachen, dann kann ich mein Schicksal ändern. Wenn ich in der Zukunft lebe, also zum Beispiel immer auf Vorbereitung bin, wie ich zum Beispiel bin, ja, dann ist man quasi wieder in der Opferrolle drinnen. Wenn man sozusagen sein Leben freigestalten möchte, naja, dann muss man sich halt von vielen Dingen befreien. Aber das Wichtigste, wovon man sich befreien kann, sind die Programmierungen, die uns aus der Kindheit vermittelt wurden und uns als Erwachsene so viel Schaden zufügen. Wäre halt toll, wenn man diese Programmierungen irgendwie so wie einen Speicherstick rausnehmen könnte und ja, auswechseln. Vito schreibt, Astrowolf, mach weiter so. Dankeschön, danke sehr, das freut mich sehr. Wenn ich meine Bekannten sehe, Ostfriesengrad, merke ich, dass sich die alte Zeit wieder eingeschlichen hat. Naja, natürlich kommt die alte Zeit wieder. Wir werden wieder organisieren müssen, wir werden wieder tauschen, wir werden uns wieder zusammensetzen, wir werden bescheidener sein und wir werden, wie es der Onkel Klausi gesagt hat, auch glücklicher sein. Es klingt jetzt lächerlich, ja, aber Bescheidenheit macht glücklich, es ist halt so. Und wer viel hat, ja, wer viel hat, naja, der hat halt viel Verlustängste, das kommt halt leider auch dazu. Silvia schreibt, ich bin derzeit an meine Grenzen gelangt, das verstehe ich. Egal wie offensichtlich alles ist, rennen die Menschen in meiner Gemeinde, naja.
Das wissen wir, ja, das wissen wir. Roswitha schreibt 1 und 5, ja, Roswitha ist auf der spirituellen Seite, passt perfekt. Ich brauche das auch außen nicht. Lebe mein Leben, bin mit mir zufrieden. Super, großartig, du bist angekommen. Angie schreibt, guten Morgen, es ist völlig egal, was die sich ausdenken. Wichtig ist, mit sich im Reinen zu sein. Ganz genau so sehe ich das auch. Gut, bedanke mich einmal ganz herzlichst für die großartigen Kommentare, für die wunderbare Teilnahme, auch dafür, dass du immer wieder so nett mir die Treue hältst. Wie gesagt, wegen gestern, tut mir ein bisschen leid, aber ich war gestern in der Tiefschlafphase. Ich habe schon mal den Winterschlaf ausprobiert, funktioniert tadellos, also kann ich sehr empfehlen. Wie gesagt, bevor man in die Verzweiflung geht, kann ich nur raten, schlafen, schlafen und nochmal schlafen. Und vielleicht mache ich noch einen Schwurbelteil draußen, weil die Sonne ist so wunderschön, das ist so verlockend. Wenn mir nichts einfallen sollte, werden es zumindest schöne Bilder werden. Weiter zum ziemlich sicher fünften Teil. Ende.